Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Chris von der Firma Beast Factory und der Ford Lohmann GmbH. Wir haben letzte Woche bei Instagram ein Bild gepostet und ich glaube, einige von euch warten sehnsüchtig auf das Video hierzu. Wo soll ich anfangen? Das hier ist ein vollverstärkter Motor. Er hat die Pleuel von uns drin, die Kolben von uns drin. Kurbelwelle gewuchtet, Ausgleichswellen weg, Ölpumpe upgraded, Buchsen und so weiter. Allerdings die Midrange-Buchsen, also nicht die außen vollen gefräst, sondern Laufbuchsen und Kragen oben. Also für, ja, ich sag mal, man kann also so 550, 600 PS kann man machen. Ne? Für höhere Leistungen haben wir uns bewusst die ST-Blöcke rausgesucht, weil wir aus Amerika Bilder gesehen hatten mit Blockcracks in Richtung dieser Gewinde hier von den Zylinderkopfschrauben oder Stehbolzen in diesem Fall. Sind da gleich auf Nummer sicher gegangen, haben dann auch die größeren Umbauten mit ST-Blöcken laufen lassen. Das funktioniert bis jetzt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und dieser Block hier hat uns letzte Woche ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil der Kunde wollte noch mehr Leistung haben. Allerdings fährt er noch den Serienlader oder hat den Serienlader noch gefahren. Leistungsergebnis vorher waren 471 PS und 650 Newtonmeter. Eigentlich mehr als passabel, das ist schon recht gut. Ne? 650 Newtonmeter schön auf dem Plateau, das fährt gut und hätte eigentlich auch gereicht. Naja, so. Aber wie das Leben so ist, man wollte den Lader nicht tauschen, man wollte vielleicht noch ein bisschen mehr Bums haben und dann habe ich die Software umgeschrieben, dann waren wir auf dem Prüfstand und dann hat es einmal ganz laut geknallt, dann war der ganze Raum unter Weißrauch und die Halle vorne stand nach verbranntem Öl, weiter hinten in der Halle roch es nach verbranntem Wasser. Ja, der Knall war so laut, als würdest du so einen Ladeluftschlauch mit 5 Bar Ruppe aufschlagen und das Ding zerlegt sich. So laut war der Knall. Das war echt nicht zu gehören. Und dann haben wir das Fahrzeug auf die Bühne gepackt und erstmal zu gucken, ey, was ist hier eigentlich los? Ne? Weiß ja nicht. Ist auch das erste Mal, dass mir sowas passiert, bin ich ganz ehrlich. Fakt, Riss im Block. Und zwar, ich werde das nachher nochmal einbinden, vernünftig, der geht von hier nach da, hat es direkt unter den Zylinderkopfstehbolzen den ganzen Block angehoben quasi und auseinandergebrochen. Vorne nicht, nur hinten, weil da haben wir natürlich gegen Drehrichtung die meiste Last, ne, ist klar. Deswegen hat es den dann da zerlegt. Und das Problem war nicht, wie wir damals erst gedacht haben, wofür wir auch die ST-Blöcke genommen haben, die Zylinderkopfstehbolzen, dass hier oben das Material zu schwach wäre. Nein, da hat irgendjemand gemeint, er müsste die Kopfschrauben auf 110 Newtonmeter anziehen oder wie auch immer. Und dann sind die Blöcke meistens hier oben gerissen. Ne? So, also die Stehbolzen von uns kriegen im Normalfall 80 Newton und das reicht. Wenn es dann noch irgendwas wegfetzt, dann muss man Brennringe einbauen oder Ringe oben im Zylinder, entweder Kupferband oder Edelstahlbrennringe, da sind wir gerade dabei für die gesleeften Motoren, dass man da einen Ring reinsetzt, der sich auf 500, 600 oder 400, sind wir uns noch nicht sicher, Überstand in den Zylinderkopf quasi reinschneidet und damit dann abdichtet. Ne, für den Rest kommt eine andere Dichtung dann zum Einsatz. Ja, und dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Ja, hier war einfach nur der Punkt, dass wir den Ladedruck von ursprünglich hatten wir das so programmiert, dass er langsam ansteigt von ca. 1,5 Bar auf 1,7 ungefähr ansteigt. Ja, und er wollte halt noch mehr Leistung. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt, so, hey, das geht kaputt. Ne? Jörg hat auch gesagt, es geht kaputt. Wir wussten aber nicht, was kaputt geht. Wir haben einfach nur gesagt, es geht kaputt, weil wir uns sicher waren, das wird so dann in dem Moment nicht mehr halten, weil das Drehmoment untenrum einfach zu hoch ist. Und wenn du das nach hinten verlagerst, das ist alles kein Problem, weil dann hast du automatisch mehr Leistung. Aber vorne rum ist es im vorderen Drehzahlbereich, sprich von 2.500 bis 4.000, ist es halt nicht so toll, da so viel Drehmoment drauf zu geben.
Ich meine, sprechen wir noch von einem Vierzylinder. Die Lasten, die da auftreten, oder die Brennraumbrücke, die da auftreten, dann auf so, in so einem Motor sind heftig, wie man ja jetzt hier sieht, wenn man da mal ein bisschen mehr macht. Ladedruck waren 1,85 bar mit dem Serienlader und dann hat es einmal wirklich einen Ort Knall gegeben. War nicht so geil. Wir werden dann für solche Umbau, also mit dem Serienlader funktioniert das ja alles, auch mit dem Upgrade-Lader, sag ich mal, was wir ausprobiert haben, das G550-Kit oder 660-Kit für 550 PS, funktioniert super geil, richtig cool, lässt sich sauber fahren. Die Leistung hinten raus ist sehr, 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 sehr geil. Alles klasse, funktioniert, kein Problem. Aber noch mehr Drehmoment irgendwo unten rum oder mehr Ladedruck in dem Fall, dann sollte man einfach lassen. Das hier ist jetzt auch kein Video, was irgendwie sagt, nee, der Motor ist schlecht oder so. Nein, ist er definitiv nicht. Er hält das dann einfach noch nicht mehr aus. Das funktioniert nicht. Was wir machen werden, ist, im nächsten Video werde ich das Ding zerlegen und auch noch ein bisschen mehr zu den Motoren erzählen, warum wir was machen und welcher Hintergrund da, also Erfahrungsschatz da vorliegt, warum wir das tun. Fragen sich ja auch sehr viele zum Beispiel, warum hier Krümmerkühlung, da hatten wir damals mal ein bisschen was zu erzählt, ist meines Erachtens und auch so hat es sich sehr gut bewährt, sehr, sehr wichtig, das zu verbauen, weil wir einen Krümmer mit Wassermantel drumherum haben und hier das Wasser von der Zirkulation her nicht vernünftig nach rechts abgeführt wird. Hier kommt es oft zu Blasenbildungen, man kann das mit unserem Kopf nur auseinander, kann man das sehr schön sehen. So funktioniert das sehr, sehr gut. Das passt. Wir haben entsprechend gute Temperaturen auf Volllastfahrten auf der Autobahn gehabt. Muss man ja auch immer berücksichtigen, diese Motoren sind zwar für eine gewisse Leistung gebaut, aber wie lange du die abrufen kannst, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Also der kann 5 Minuten gut laufen und danach ist dann einfach alles zu heiß. In dem Fall hier ist es so, dass gerade bei Leistungssteigerungen die Temperaturen im Krümmer stark ansteigen. Deswegen gab es zum Beispiel bei diversen Tuning-Files auch öfters mal Notläufe, von wegen Kühlmittel überhitzt. Das ist dann ursächlich hier vom CHT-Sensor hier oben, der Schimpfsensor Cylinder Head Temperature. Der Sensor, der ist dann maßgeblich für verantwortlich, dass das Fahrzeug in den Notlauf geht. Das Problem hat sich irgendwann hinterher erledigt. Wer wie was ausprogrammiert oder umprogrammiert, ist mir. Ne? Wir machen da unsere eigene Sache. Wir haben diese Probleme halt nicht gehabt mit der Krümmerkühlung. Wir konnten das alles einfach so lassen, wie es laufen soll. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, generell zu den Motoren ist ja anzumerken, gerade diese Geschichten Richtung 650 Newtonmeter, da werden wahrscheinlich viele fragen, warum habt ihr überhaupt den Motor verstärkt? Es ist notwendig. Also wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht und auch auf dem Motorenprüfstand haben wir 2 Motoren komplett in die Luft gejagt, jedes Mal Pleuel Zylinder 1 oder Zylinder 3, dass die Pleuel das einfach nicht aushalten. Wenn du das vom Material her, von der Zugfestigkeit und von der Statik des Pleuels, wie es gebaut ist, wenn du das erst mal ganz genau anguckst, dann weiß man, das wird nicht ewig gut gehen. Weil es geht vielleicht 25.000 Kilometer gut und irgendwann knallt es einfach, das ist so. Wenn es noch ein bisschen mehr Drehmoment sein soll, so 660, 670, dann kommt es halt immer auch darauf an, in welchem Drehzahlbereich und dann kann es halt noch knallen. Ne? Was wir auch für Probleme haben, ist bei den Kolben, die Ringschläge, ganz häufig, dass die mal geknackt sind. Das sind so die gängigsten Schadensbilder an den Motoren, dass entweder die Ringschläge gebrechen oder halt die Pleuel abreißen. Lagerschäden sind in den neuesten Motorgenerationen nicht mehr. War mal am Anfang, da wurde was gemacht, darf ich nicht so drüber reden, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so. Das funktioniert alles super, die neuen Motoren sind schon echt top. Und wenn man aber mehr Leistung fahren will, wir machen es halt so, unsere Stage 1 und 2 sind immer begrenzt so Richtung 550 Newtonmeter, weil ich einfach nicht möchte, dass was passiert. Ich möchte dieses Risiko halt ausschließen und wer mehr Leistung fahren möchte, kann bei uns dann den Motor gerne machen lassen, wir bauen ihn um, stimmen das ab, ist alles gar kein Problem. Aber es gab halt einfach zu oft diese Erfahrung und es mag auch sein, dass viele sagen, nee, wie das Drehmoment ansteigt, ist wichtig und so weiter. Ich für mich persönlich oder wir von unserer Seite aus als Firma möchten dieses Risiko gar nicht erst eingehen. Und das ist mir wichtig nochmal dazu zu sagen, weil die Diskussion im Forum ja auch immer wieder losbricht. Ja, so ein Pleuelschaden. Habe ich da vorne auf dem Tisch liegen? Kann ich euch mal zeigen, wie das dann so aussieht? Machen wir jetzt mal.
Ich habe gerade gesehen, dass hier schon aufgeräumt wurde. Das meiste wurde schon weggefegt. Hier liegen so die letzten Teile. Und hier sieht man schön deutlich, wie das Pleuel einmal die Lagergasse durchschlagen hat. Ist vorne aus dem Block raus, hinten aus dem Block raus, unten durch die Ölwanne. Und ein Stückchen ist auch in den Winkeltrieb geflogen. Das sind dann so Schadensbilder dazu. Und jetzt gehen wir nochmal wieder zurück zum Motor. Von da aus, wie hier langsam. Einmal durch, schön unterhalb des Gewindeendes der Zylinderkopfbolzen, einmal hier entlang bis hinten rüber und da war dann schon Ende. So, hier sind wir wieder am Block. Das nächste, was jetzt sehr interessant wird, auch für mich, ist, diesen Block einmal zu zerlegen. So, das machen wir im nächsten Video. Ganz interessant wird natürlich, wie es darin aussieht, was unter Umständen vielleicht sonst noch unter der Leistung oder den Drehungen gelitten hat. Gerade was Kurbelwelle betrifft, ist das sehr interessant, weil es könnte jetzt sein, dass die sich natürlich auch verdreht hat. Die Unterschiede von der RS-Kurbelwelle zur Mazda 3 MPS-Welle zum Beispiel sind auch stark. Und das ist jetzt der MPS ist so diese Referenz ein bisschen dazu, weil das ist der Grundmotor quasi für die Weiterentwicklung. Und beim MPS zum Beispiel ist die Welle kreuzgebohrt. Die hat also zwei Ölbohrungen zum Pleuellager. Das ist hier nicht der Fall. Ist statisch aber vielleicht auch ganz interessant, weil das der Welle natürlich ein bisschen mehr Steifigkeit verleiht. Wobei ich auch schon darüber nachgedacht habe, tatsächlich MPS-Wellen zu verwenden, aufgrund der besseren Schmierung. Das Ganze will ich mal ein bisschen rausgucken, was das angeht. Da werde ich auch Videos zu machen. Als nächstes wird auch ganz interessant, haben wir noch einen ST-Block mit Sleeves drin und weiß nicht was für einen alten Kram, wo wir das auch mit dem Brennring oben ausprobieren wollen. Da wird zum Einsatz kommen das Garrett G770 Kit mit einer Zusatzeinspritzung von Certified. Da wollen wir noch mal schauen, wo es da leistungstechnisch geht. Die Zusatzeinspritzung funktioniert verdammt gut, was das angeht, solange es halt wirklich die ja, Zusatzeinspritzungen sind die Multiport-Injection, also pro Kanal eine Düse. Läuft das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Wenn man das vernünftig abstimmt, klappt das schon richtig geil. Hatten wir ja letztens das Ergebnis mit dem MK3 Kombi mit 445 PS, da sind wir auch gerade noch ein bisschen bei. Der kriegt jetzt erstmal ein bisschen Zündung und so, aber das war ein vorläufiges Ergebnis, wo ich wirklich, das habe ich schon, muss ich echt sagen, ziemlich hart gefeiert, weil der Motor, da wollte ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, in ein paar Videos. Das ist halt ein Motor, den gibt es so nicht. Das war eine heftige Nummer. Lange dran gebaut, funktioniert aber, ist ziemlich geil. Der Motor zum Beispiel hat auch wieder einen Abgastrümmer. Wir wollen mal gucken, wie weit wir hier mit dem Zylinderkopf gehen können beim RS MK3. Gerade was den Garrett 77 betrifft, was die Temperaturen, Gegendruck und so weiter, da werde ich entsprechend Sonden am Motor montieren, das Ganze mitloggen und dann mal gucken, einfach finden oder sich dann, ja, einfach rauszuloggen, was könnte jetzt besser, könnte es jetzt doch besser sein, dann wieder auf einen normalen Abgastrümmer umzusteigen, weil diese Wassermanteltrümmer nicht mehr funktionieren. Das kommt dann alles noch in den nächsten Videos. Und wie gesagt, hier Teil 2 wird Motörchen zerlegen. Und ich hoffe, dass ihr alle einschaltet. Was mich riesig freuen würde, ist ein Abo von euch und ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.